Leland Monroes Haus, 23 Uhr. Und die Typen sind schon auf der Lauer nach uns. I appreciate the help, all of you. Ach so, die sind von Kelso. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Pele Lu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of two at the ready. Alter, der zettelt den Krieg an. Aber so einem Krieg könnte man auch mit einer besseren Waffe erscheinen, muss ich mal so sagen. Na, das wird ja geil. Dann müssen wir uns eben eine neue, bessere Waffe besorgen. Holla, ist hier was los. So, jetzt haben wir eine bessere Waffe. So, gehen wir doch gleich mal hier in Deckung. Ah, an den kommen wir nicht ran, ne? Na gut, so schon. Wo ist der davon? Ich sehe ihn nicht. Hm. Weiß nicht, wo der ist davon. Wir gehen mal mehr auf die Seite rüber, würde ich sagen. Okay, den hätten wir. Wo ist denn der dort? Wir sind schon ganz schön schwere Geschütze im Einsatz teilweise, kann das sein? Okay. Den haben wir auch. Die sind irgendwo weiter oben, ne? Na gut, dann gehen wir mal die Treppe hier oben lang. Erstmal hier in Deckung. Oh, shit. Ach, der ist hier hinter dem Ding. Ah, alles klar. Okay. Doch ein bisschen in Deckung bleiben vielleicht. Könnte nicht schaden. So, erstmal der. Jetzt schießen wir dem noch ein bisschen in den Arsch hier. Das scheint mir aber nicht sehr zu jucken. Okay. Jetzt leicht. Besser. Okay, dann mal vorstoßen ein bisschen. Habe ich jetzt eine BAR? Das wäre sehr schön. Ich hätte gerne mal was Automatisches. War so ein bisschen wie in den Filmen, ne? Wenn die Leute immer vor den Schüssen der automatischen Waffen flüchten und man immer genau dahinter lang schießt. So. Na dann. Mehr Muni für mich noch? Okay, wir kommen weiter vor. Müssen wir hier in Deckung gehen? Ah ne, kommst du bloß noch zwei. Einer meine ich. Wir brauchen keine Ammo mehr. Wir haben es geschafft. Ich schaue noch mal ganz kurz, dass wir nicht vielleicht noch eine Waffe hier kriegen. Ist das wieder... Was ist denn das? Ist das eine automatische? Ich glaube schon, ne? Ja, ist es. Und zwar eine ziemlich schwere. Okay, warum nicht? Die behalten wir mal. Und stoßen einfach mal rein ins Haus. Throw out the guns. Überraschung! Na, wie wär's mit einem Tänzchen? So. Einmal ins Gesicht. So muss das sein. Versteckt er sich hinterm Bären? Oder wo ist er? Eyes open. Ah, hallo. Es wäre praktisch, wenn einer von der anderen Seite kommen und ihn flankieren würde. Aber so geht's natürlich auch. Machen wir es halt alleine. So, noch jemand zum Spielen da. Achso, hier geht's wieder raus. Gut, dann bleiben wir natürlich drin. Hier hinten geht's nicht lang, wie es aussieht. Nee. Dann hier weiter. Okay, den hätten wir. Hast du eine vernünftige Waffe? Nein. Und jetzt? You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, Mister. I'm sure you do.
So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Oh. Bam! Didn't cool. think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Ich glaube, das war auch nicht beabsichtigt. Monroe, where are you, damn it? Na gut, dann ziehen wir mal weiter mit Loch im Arm und Pistole. Hallo. Das war's für ihn. Noch jemand? Ah ja. Gut. Flesh wound. Ich bleib mal ein bisschen in Deckung, falls hier noch jemand irgendwo sich versteckt. Sieht aber erstmal halbwegs in Ordnung aus. Ich hätte gern die Waffe. Dankeschön. War doch klar. Denkst du, ich bin blöd? War doch klar, dass da oben einer lauert. So, ich nehme auch mal von dem hier den Muni mit. Give it up, Chop. So, da haben wir noch einen. Okay. Sieht soweit ganz gut aus. Okay, drüben scheint keiner zu sein. In Ordnung. Ich check erstmal ganz kurz hier die Ecke aus. Die ist kürzer. Gut. Keiner mehr hier. Dann geht's weiter nach da. Jemand zu Hause? Der Chef persönlich. Ja, komm so. That's my opening negotiating position. Wie sympathisch. You crazy son of a bitch. How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard. What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Don't fuck with a wall bet. Okay, wir schauen das mal in den Safe, würde ich sagen. Okay, was haben wir denn da? Roy Earl steht auf der Bestechungsliste. That's a hell of a payroll. Und zwar gleich mehrfach. Das wundert mich ja jetzt so überhaupt nicht. Okay, ein paar Anteilsscheine. Die 4000er Scheine. Gleich als Blankoscheck. Na dann. Gut, gut. Ja, ich kenne den Text. Ihr müsst es nicht nochmal komplett ablaufen lassen. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Gut. Und hier oben? Stadt Los Angeles, Kalifornien, Polizeibehörde. Polizeilicher Einschätzungsbericht zu Dr. Harlan Fontaine. Dem würde ich auch gerne ins Bein pissen. Dr. Harlan J. Fontaine ist an der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln im Großraum L.A. beteiligt. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiater hat er große Mengen geschmuggeltes Morphium an Drogenhändler und Abhängige ausgegeben. Alles unter dem Deckmantel verschriebener Medikamente. Natürlich, was sonst? Für seine Patienten. Zwischen dem 18. Juli und dem 3. September 1947 haben 22 unterschiedliche verdächtige Personen wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verhaftet wurden, angegeben, dass die Drogen Medikamente seien, die ihnen verschrieben wurden, um die Symptome diverser psychischer Krankheiten zu behandeln. Einige von ihnen zeigen Dokumente, die Behauptungen belegen sollen, da die Verhaftungen von 4 verschiedenen Abteilungen ausgeführt wurden, Central, Hollywood, University und Highland Park, konnten die verantwortlichen Officers kein Muster erkennen und es wurden keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Okay. Am 7. September 1947 wurde nach langem Verhör ein gewisser Doc Fontaine von Reginald Barclay
als Partner aufgegeben. Siehe Verhör mit Schrift 5.10. bla. Barclay gab an, dass Fontaine der Verkäufer in einem Deal mit Willie Baines Foster, Festnahme noch ausstehend, war. Foster ist im Sittendezernat des LAPD als Kurier für Mayor Harris Cohen bekannt. Mickey Cohen! Da kommen sie alle wieder. Na, so eine Überraschung. Gehst du bitte ins Router? Danke. Am 29. August, dem 6. September und dem 12. September 47 besuchte Fontaine einen Herrenausstatter auf dem Sunset Boulevard, der bekannterweise im Besitz von Mayor Harris Cohen ist. Bei allen drei Besuchen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde in dem Laden. Zwei Tage nach seinem letzten Besuch am 14. September wurde eine Lieferung mit einem Straßenwert von $4,000 von einem Haus in Brentwood zu einem Lagerhaus in East Downtown gebracht, wo sie anschließend verschwand. So viele ungelöste Sachen. Nach Ansicht dieses Officers spielt Dr. Harlan Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegt enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Ich empfehle, dass er überwacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Alles klar. Ach, von Roy. Hochachtungsvoll Roy Earl. Sittendezernat. Na, siehst du mal. Der hat ja sogar mal was Vernünftiges zusammengebracht. Ist ja erstaunlich. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Ja, so kann man es auch sehen, das stimmt. Oh, der hat ja sogar mal gearbeitet. Ist ja verrückt. Okay, ich glaube, im Safe war nichts weiter ansonsten. Aber eine Zeitung. Sieh mal an, wir finden tatsächlich noch eine Zeitung. Ist ja Wahnsinn. Suburban Wohnbauförderung Gesellschaft verspricht 10.000 neue Häuser. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. The fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso? An investigator for California Fire and Life has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney! All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Ein kleiner Naivling bis zum Ende. Und Dr. Monroe, sag ich schon, Dr. Fontaine hat sich nun auch zum Mörder gemacht, wie es mir scheint. Sorry, Sheldon, aber wenn du immer noch nicht gerafft hast, dass du dich hüten solltest vor dem, dann tut's mir irgendwann auch nicht mehr leid. Also, ganz ehrlich. Du bist, der war der größte Pfosten überhaupt, glaube ich. Naja, am Ende selbst schuld, ne? The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Ah, call me an ambulance already. Nein. Wahrscheinlich nicht. Okay. Damit haben wir 10 von 13 zumindest gefunden. Ist doch gar keine so schlechte Quote. Schauen wir uns noch an, was auf dem Tisch liegt. Die Akte hier drüben sieht doch interessant aus. Oh, die Namen
Sawyer und Morelli hatte ich gerade auch noch gesehen. Das sind die Häuser, die abgebrannt sind. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Stephens, Morelli, Sawyer. Council. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Und damit ist der Fall eine höfliche Einladung abgeschlossen. Die Suburban Wohnbauförderungsgesellschaft wurde demontiert auf die altmodische Art. Immerhin 3 Sterne, ja gut, weil wir die eine Frage nicht richtig gemacht haben, die ich bis jetzt immer noch nicht ganz gecheckt habe. Okay, lief gar nicht so schlecht. Ich glaube bald, dass der nächste Fall wohl der letzte sein wird, denn jetzt, was steht noch an? Ich meine, die Sache wurde jetzt aufgedeckt, eigentlich ist jetzt nur noch die entführte Elsa, die wieder rausgeholt werden muss. Und dann kann es eigentlich schon zu Ende gehen. Von daher vermute ich, jetzt kommt das Finale, oder?